27. November stimmen wir ab über die Ausstiegsinitiative und wir alle müssen dann wissen, stimmen wir ja oder nein. Jetzt haben wir sehr viel gehört vom Herrn Gunzinger. Jetzt nimmt uns natürlich mal Gegenseitenwunder. Herr Hug, ich sage es noch mal kurz, eben, Sie sind FDP-Politiker, Sie sind 8 Jahre... Das ist mir doch immer nicht. 8 Jahre im Grossrat vom Kanton Aargau für die FDP. Seit 2003 sind Sie im Verwaltungsrat von der AXPO. Und seit dem Jahr, seit dem März, sind Sie Vize im Verwaltungsrat von der AXPO. Ja. Und eben, aber Sie sind als Unternehmer da, die AXPO-Kommunikation, das machen die anderen. Sie sind jetzt als ehemaligen FDP-Politiker als Unternehmer da. Genau. Hat Sie den Herrn Gunzinger nicht können überzeugen mit seinem Vortrag? Ich kenne den Toni schon seit vielen Jahren, wahrscheinlich fast etwa seit dieser Indien-Zeit. Wir haben eigentlich vieles Gemeinsames, aber wir haben auch wesentliche Unterschiede. Ich habe auch ein Unternehmen im Elektronikbereich. Er ist mehr auf der theoretischen Seite, ich mehr auf der praktischen Seite. Er hat mir damals erzählt von seinen Psyche bei den Mönchen und seinen Philosophien. Interessant, spannend, dir immer zuzulassen. Ich bin mehr der Pragmatische, der Praktische. Du schreibst Bücher, ich schreibe Bücher. Dort ist es dann eher umgekehrt. Nämlich du schreibst Bücher über Energien, über theoretische Sachen und ich veröffentliche Bücher über Natur und jetzt ganz neu, den 1. Dezember, eins über Bruchtum Appenzell. Okay, und jetzt so ein bisschen konkret zum Thema. Und was stimmt? Was ist so ein Punkt, wenn Sie einen Punkt herausnehmen können, wo Sie jetzt überhaupt nicht überzeugt hat beim Herrn Gunzinger? Ja, es ist natürlich so Modellrechnung. Man macht ja heute vieles über Simulationen. Und in vielen Bereichen ist Simulation auch durchaus State of the Art, ist ein Standard. Bei einigen Modellen ist die Simulation immer das Schwierigste, wie setzt man die Eingangsparameter. Was nimmt man an? Und ich habe sein Modell schon vor einigen Jahren rausgekommen ist, mal studiert, also angeschaut, was sind seine Überlegungen. Habe es auch mit Fachleuten, er ist ja Professor in Computertechnologie, oder ich habe es auch mit Professoren dann von der Energiewelt diskutiert, mit verschiedenen, und sie sind eigentlich alle zum Schluss interessant, was er macht, ist begrüßenswert, oder, wenn man auch so Ideen mal umsetzt, so ein Modell simulieren tut. Bei so einem Modell muss man immer aufpassen, richtet man das Modell aus nach dem Ziel, das man erreichen will, oder umgekehrt, geht man neutral rein. Und Sie sind zum Schluss gekommen, viele, oder, dass er beim technisch Machbaren sehr optimistisch war. Ich sage einmal, nicht alles, was technisch machbar ist, ist auch möglich. Ich habe vor 2 Jahren ein Referat gehabt und habe dort gesagt, es ist technisch machbar, dass die Schweiz in 5 Jahren eine Station auf dem Mond baut. Die Amerikaner haben das vor mehr als 40 Jahren gemacht, technisch machbar. Aber ist das möglich? Nein. Und so muss man, glaube ich, auch das anschauen, was technisch machbar ist, ist nicht alles auch möglich. Weil halt viel Akzeptanz da ist, oder? Es braucht viel, gerade in einer direkten Demokratie, auch Akzeptanz von der Bevölkerung, bei Abstimmungen und so weiter. Er ist nach meiner Beurteilung bei Photovoltaik über die technisch machbare Grenze rausgegangen, mit sehr viel, sehr ambitioniert, sehr, sehr ambitioniert. Die Akzeptanz ist eher fraglich, vor allem in den Gebieten, wo er das denkt zu machen. Akzeptanz, da meinen Sie, dass man dann findet, es hat auf vielen Dächern Photovoltaik. Er geht ja mehr auf Freiflächen. Oder? Okay, ja. Also Bergspitzen, Freiflächen, oder, wo die Sonne mehr scheint, wo es kälter ist. Unrealistische Annahme wie der Photovoltaik. Wind, glaube ich, ist es unrealistisch. Also wenn wir jetzt schauen, welche Windprojekte, also in der Schweiz, die Schweiz ist kein Windland, welche Windprojekte, die in der Schweiz erfolgreich können realisiert werden, dann sind es eine Handvoll. Okay. Im Jura, wo noch ein gutes Windland ist, oder, hat man jetzt können upgrade, also das Repowering machen, bestehende Turbinen erneuern. Aber für neue Turbinen ist bereits Widerstand von der Bevölkerung da.
Okay. Wenn man also gut, Deutschland vielleicht noch ein Punkt, wo sie kritisieren. Zubauspeicher. Zubauspeicher, ein Terawattstunde Zubauspeicher. Wenn man schaut, wie gross der Widerstand ist, nur schon jetzt für die Erhöhung, die man hat machen im Grimsel, muss man sagen, ist nicht realistisch. Okay. Gut, Frau Ritz, kommen wir zu Ihnen, Präsidentin der Grünen. Sie sind schon seit Studienzeiten politisch aktiv. Sie haben sicher schon gegen AKW demonstriert, nehme ich an. Ja, gegen Gösgen oder was? Okay, gut. Sie, also von dem her seit gegen AKW, gegen Atomstrom. Haben Sie jetzt doch etwas können lernen heute noch vom Herrn Gunzinger bei dem Vortrag? Ja, natürlich. Also ich finde, was Herr Gunzinger aufzeigt, ist, was möglich wäre und wie viele Leute schon unterwegs sind, wie viele Firmen schon unterwegs sind, wie viele Haushalte schon unterwegs sind, für den Umbau von der Energieversorgung zu machen. Wegen dem sind wir ja hier auch in Turbertal. Also ich habe ja gesehen, was ihr hier schon macht. 100% erneuerbaren Strom, 50% erneuerbare Wärme als Ziel. Und wenn ich es richtig habe gesehen, habt ihr die meisten Ziele, die ihr 2025 erreichen wollt, schon erreicht. Und ich bin natürlich viel jetzt im Gespräch mit, also gratuliere herzlich dazu, das ist wirklich einzigartig und ein grosses Vorbild. Und so wie ihr unterwegs seid, sind ganz viele andere auch unterwegs. Ich war vor kurzem eingeladen von AXPO, um über die Altersversorgung zu diskutieren. Nicht über die AXPO, AXA. Und AXA hat sich zum Ziel gesetzt, bis 1999 schon 100% erneuerbare Energieversorgung in ihren ganzen Büroräumlichkeiten zu haben. Das machen sie einfach. Es gibt x Kantone, Kanton Genf, Kanton Basel-Stadt zum Beispiel, wo keine AKWs haben und keinen AKW-Strom beziehen. Die machen es heute 100% erneuerbar. Also es ist so viel jetzt schon unterwegs. Und wenn man eben nach die anderen Länder schaut, und das hat Herr Gunzinger sehr schön aufgezeigt, die Schweiz heute auf Platz 25 von 27 in Europa, was Photovoltaik anbelangt. Und allein in Italien hat man bereits die drei kleinen AKW ersetzt durch Sonnenstrom. Allein in Österreich hat man heute schon 15% erneuerbaren Strom neben der Wasserkraft. Also wir haben hier einfach die Energiezukunft verschlafen, national gesehen. Und warum? Weil man eben mit diesen alten Atomkraftwerken eine Hypothek hat, wo man sich jetzt viele Jahre lang darum gekümmert hat. Und wenn wir wirklich wollen, jetzt alle zusammen nach dem Vorbild von Turbertal weitergehen und den Umbau rechtzeitig machen, müssen wir eben einen klaren Plan haben zum Ausstieg aus der Atomenergie. Wir können nicht alle sofort abstellen, aber bis 2029 können wir es schaffen. Belgien will bis 2025 aussteigen. Taiwan will bis 2025 aussteigen. Deutschland will bis 2022 aussteigen. Und auch das, denke ich, hat Herr Gunzinger sehr schön aufgezeigt. Atomenergie ist eigentlich nur noch dort eine Perspektive, wo man sie auch militärisch nutzen will. Und wegen dem ist England im Moment ein bisschen in einer speziellen historischen Situation und sich sehr stark auf seine alte Grösse als Kolonial- und Imperialmacht wieder besinnen. Dass sie jetzt ein neues AKW bauen, das über 30 Milliarden Franken wird kosten, das Strom wird produzieren, das viel teurer ist als das, was mit Erneuerbaren heute schon möglich ist, das zeigt ganz klar, der einzige Grund, warum man etwas ökonomisch so absurd macht, ist, dass man eben auch militärische Optionen hat. Und da also können wir in der Schweiz gehen. Danke vielmals. Das ist eine Unterstellung, die man nicht so stehen lassen. Die Länder haben ganz ein erhebliches Klimaproblem. Das Klima- oder ein Umweltschutzproblem. Indien und China geht jede Woche ein 500 Megawatt Kohlekraftwerk ans Netz. Das darf man einfach nicht vergessen. Und die haben das Ziel, weil die Städte immer mehr ins Smog hineinkommen, haben die das Ziel, möglichst viel CO2-freie Energie zu bauen. Sie bauen Photovoltaik, sie bauen Wind, sie bauen aber auch Kernkraft. Und ich glaube, es ist falsch, das eine gegen das andere auszuspielen. Es braucht alle Formen von der Energie, zum Können weg von den Fossilen, zum Können weg von der CO2-Belastung. Gut, Herr Hug, vielleicht können Sie noch mal etwas sagen. Jetzt eben, der Herr Gunzinger hat ja viel Zeit gehabt, um das Zukunftsszenario so zu zeichnen, wie er sich das vorstellt. Vielleicht können Sie ganz kurz, was wäre denn Ihre Zukunftsvision? Wenn es jetzt eben, wie soll man weitergehen? Wenn Sie jetzt so könnten sagen, wenn ich jetzt, das ist ja immer gestanden,
so wie es ist, so wie es der Bund will. Und Gunzinger, ja, wenn wir jetzt noch die Kolonnen nebenan machen, Hug, was wäre denn Ihre Vision? Ein neues AKW? Fangen wir mal vorne an. Der nein, lieber nicht. Der Herr Gunzinger. Sie können jetzt nicht eine ganze halbe Stunde. Also wissen Sie, der Herr Gunzinger hat jetzt eine Dreiviertelstunde gehabt. Okay, gut. Sie sind das Zweite, ich bin alleine, ich bin eingesprungen. Also immer also effizienter. Immer effizienter hat der Gunzinger. Also möglichst kurz und bündig. Der Herr Gunzinger hat gesagt, er schämt sich für das, was die Schweiz macht. Ich bin stolz darauf, für das, was die Schweiz macht. Deutschland hat mit einer massiven Mobilisierung, massivem Zubau von erneuerbaren Energien heute etwa 25-26%. Die Schweiz hat 60% erneuerbare Energien. Also wir dürfen stolz sein, dass wir haben. Wir haben 60% erneuerbare Energien, nämlich die Wasserkraft. Dass man die Wasserkraft nicht zu den erneuerbaren Energien zählt, ist einfach eine Dummheit. Das ist die beste erneuerbare Energie. Sie ist besser als Photovoltaik, sie hat eine geringere CO2-Belastung, sie hat weniger toxische Stoffe, die verwendet werden. Also die Wasserkraft, deren müssen wir Sorge haben. Also das heisst jetzt eben, wenn Sie so ein Szenario könnten zeichnen, hat die Wasserkraft eine ganz wichtige Rolle? Die Wasserkraft hat eine ganz wichtige Rolle. Und was jetzt passiert, oder, ist, dass die Wasserkraft unter Druck kommt. Durch die Energiestrategie in Deutschland, die Energiewende, oder Gabriel sagt, sie ist gescheitert, kommt die Wasserkraft unter Druck. Und das ist etwas, was nicht passieren darf, weil Wasserkraft ist die sauberste erneuerbare Energie. Mein Szenario ist das, dass man muss allen Energieformen den Raum lassen. Im Moment ist in der Schweiz ein Neubau oder ein Ersatzbau von Kernkraftwerken mit der heutigen Technologie vom Tisch. Es wird kein Kernkraftwerk gebaut mit der heutigen Technologie. Aber wir sollten denen, die wir haben, die sicher sind und solange sie sicher betrieben werden, die sollten wir nicht abstellen, weil die haben CO2-Ausstoß gegen Null. Null hat er keinen, aber gegen Null. Wir sollten Photovoltaik und Wind dort zubauen, wo es verträglich ist, auch mit der ganzen in der gesamtheitlichen Betrachtung, das heisst auch Landschaft. Auch die Landschaft hat bei uns einen Wert, der müssen wir Sorge haben. Aber Photovoltaik-Zubau bin ich zurückhaltend, weil ich sage, Photovoltaik-Zubau sollte man dann machen, wenn die Speicherproblematik gelöst ist. Also Photovoltaik hat so eine Glockenkurve, am Mittag viel, zur Nacht nichts, im Sommer mehr als im Winter. Und man kann das nur mal lösen in der Bandenergie mit Speicher. Das ist so nicht wahr. Also, Rudi, die Speicherproblematik haben wir gar nicht in der Schweiz. Wir haben genügend Speicher. Also, wir haben das wirklich ausgerechnet mit der Jahresbilanz geschaut, was haben wir in diesen Speichern. Also, wir haben das in einem Viertelstunden-Rhythmus simuliert. Wir haben 72 verschiedene Wetterszenarien genommen. Das ist das Beste, was man machen kann. Und ich würde gerne wissen, wo was wir dort irgendwo falsch gerechnet haben. Es ist ja so, die müsste immer jemanden haben, also, dass man das System versteht. Wir haben dynamischen Verbrauch. Wir wollen ja eigentlich einfach einschalten können und dann kommt der Strom und dann muss er kommen. Und Produktion und Verbrauch müssen immer im Gleichgewicht sein. Das heisst, es muss immer jemand nachfahren. Jetzt, wenn ihr konstante Energie habt wie ein Atomkraftwerk, das kann nicht am Verbrauch nachfahren, sondern es braucht etwa zweites. Und das ist die Wasserkraft. Das war in der Vergangenheit so gewesen. Die Wasserkraft hat zwischen der Bandenergie von der Atomkraftwerk hat die einfach die Spitze abdeckt. Die sind fast jeden Tag gleich und darum kann man das relativ genau, schon auf 1% bis 2% kann man das voraussagen, was morgen kommt, und man die entsprechend schon einstellen und wieder abschalten. Das machen wir mit der Wasserkraft. Jetzt, was ändert sich, wenn wir jetzt mit Photovoltaik oder Wind gehen? Jetzt haben wir nicht mehr konstante Energieproduktion, sondern wir haben dynamische. Natürlich, Sonnenenergie kommt um, wenn die Sonne scheint, und Windenergie kommt um, wenn Wind bläst. Aber die Wasserkraft kann immer noch, jetzt natürlich dynamisch, also nicht mehr nach Fahrplan, sondern immer Differenz decken, wie heute, eigentlich zwischen der Produktion und zwischen dem, was wir brauchen.
Das kann sie genau gleich machen. Hat sie in der Vergangenheit gemacht und kann sie in der Gegenwart machen und in der Zukunft machen. Und ja, gut, das ist jetzt interessant, aber vielleicht können Sie, was stimmt denn jetzt? Es leuchtet, das ist technisch nicht korrekt, was du sagst. Und das mal, stört Toni, mich. Es ist korrekt. Nein, es stört mich. Unkorrekt. Lassen Sie es mal erklären. Also müssen wir aufpassen, dass wir nicht in der technischen, sonst müssen wir nachher raus, um die technischen Fragen zu diskutieren. Es gibt, glaube ich, nachher noch eine Oper, wo man das dann dort noch besprechen kann. Aber was stimmt denn jetzt nicht? Sehr nahe an der Praxis. Wasser wird heute schon gebraucht, zum fluktuieren. Wasser wird heute schon gebraucht. Aber wenn Photovoltaik jetzt als extremste Form von der stochastischen Energie dazukommt, dann hast du zwei Probleme. Das ist der Tag- und Nachtausgleich, weil die Nacht produziert keine Photovoltaikzellen. Und du hast den Sommer-Winterausgleich. Ja. Im Sommer hast du 30% mehr als im Winter. Das heisst, man hat zwei Speicherproblematiken. Das eine ist die tägliche oder zweiwöchentliche, wenn einmal wo man einen Hochnebel lagert, wo neu produziert wird, und man hat den saisonalen Ausgleich. Die Speicherseen, die wir heute haben, und Axpo hat ja jetzt gerade ein grosses Speicherwerk, ein Pumpspeicherwerk eingeweiht. Ja, Lindlimmeren. Weißt du, ob du mal da oben warst? Nein, ich bin nicht da oben. Siehst, ich bin zehnmal da oben. Lindlimmeren. Das grösste Pumpspeicherwerk, 1 Gigawatt Leistung, hat einen Ausgleichssee unten dran, nämlich den Stausee Limmeren, und hat oben dran ein Pumpbecken. Weil zum Pumpen und zum Speichern braucht man Wasser unten dran. Der Rest der Stausee, die haben die 8,5 Terawattstunden Kapazität, die haben die unteren Speicherseen nicht. Ja. Um die Reserve zu haben, um zu pumpen, um die Energie aufzupumpen. Und darum sind die Annahmen dort eben falsch. Und also, Sie sagen, es hat zu wenig Wasser rum, um das können dann aufpumpen. Ja, Sie müssen sich das ganz einfach vorstellen. Wenn das ein Pumpspeicherwerk ist und Sie wollen von hier aufpumpen, um hier die Reserve zu haben, jetzt muss ich, trinke es jetzt nicht leer, aber nehmen Sie sich mal vor, das ist leer, dann können Sie nicht aufpumpen. Dann müssen Sie zuerst wieder turbinieren, dass Sie wieder aufpumpen können. Und der saisonale Speicher, wo man die 30% vom Sommer in den Winter retten, die kann man einmal da aufpumpen, dann sind sie da. Dann kann also man sie noch ganz schnell das fertig machen. Alles berücksichtigt worden. Und wir machen den Tagesausgleich machen mit dem Pumpspeicherwerk, den saisonal mit dem normalen Speicherwerk. Haben wir alles berücksichtigt und mit allen Limitierungen, die es drin hat im schweizerischen System. Tut mir leid, ist alles drin im Modell. Also gut, vielleicht können Sie mal zusammen das Speicherwerk dann noch anschauen. Sie können es ihm ja zeigen, dann vielleicht rechnet er dann neu. Frau Ritz, für mich nimmt es jetzt noch Wunder. Der Atomausstieg ist ja eigentlich beschlossen schon. Warum haben Sie jetzt doch noch die Initiative lanciert? Warum braucht es denn die jetzt noch? Ja, weil der Atomausstieg, wenn er jetzt in der Energiestrategie drin ist, das ist eigentlich auf halbem Weg geblieben stecken. Weil die Energiestrategie, die wir, denke ich, hier alle werden unterstützen, die sagt zwar zu Recht, man soll keine neuen Atomkraftwerke bauen. Das wäre in der Schweiz von der Akzeptanz her ohnehin nicht möglich, aber so auch von der ganzen Wirtschaftlichkeit her wäre es wirklich das Verrückteste, was man machen könnte. Aber was nicht drin steht und was wir lange darüber diskutiert im Nationalen Ständerat ist, was machen wir denn mit den alten AKW? Wie lange können die noch am Netz bleiben? Wir haben es vorhin jetzt schon gehört, das heisst immer, so lange sicher. Da kommt es manchmal ein bisschen vor, als hätte man eine Blinddarmentzündung und sagt, jetzt belassen wir es drin, so lange sicher. Weiss man, wie lange das denn sicher ist, nur weil man im Moment einfach das Geld nicht hat, für die Operation zu machen. Ich glaube, das ist ein Risiko, das wir nicht in Kauf nehmen können. Und darum haben wir gesagt, wir müssen die Endphase von diesem Atomzeitalter da hier viel klarer lösen. Wir brauchen einen klaren Plan, der sagt, wann gehen die ältesten und damit auch gefährlichsten AKW vom Netz. Das sind die 3 kleinen, die im nächsten Jahr vom Netz gehen. Für die anderen haben wir noch mehr Zeit. Das ist ein Plan, der erlaubt, dass man genau die Investitionen von den Unternehmungen jetzt planen kann, die jetzt in die erneuerbare Energie oder auch in die Energieeffizienz investieren. Und da möchte ich auch noch 2 Zahlen sagen, die mir wichtig sind. Ich weiss, die vielen Zahlen sind ein bisschen Überforderung, aber gleich, es sind ganz simple Zahlen. Die eine sagt, die ganze Energieeffizienzpotenzial, weil die günstigste Energie ist die, die man natürlich nicht produzieren muss. Und da kann man sagen, dass bis 2029, auch mit den Zahlen, die der Bund uns hat gegeben, wird man bis zu 2/3 von diesem AKW-Park allein durch Effizienz einsparen können.
Dann der andere Teil, das sind eben Photovoltaik, die Erneuerbaren, die man zubauen kann, leider noch ein bisschen in einer langsamen Art und Weise, wie der Anton Gunzinger hat aufgezeigt. Aber wenn man schon nur die Hälfte von der geeigneten Dach- und Fassadenflächen würde brauchen, aber nicht auf dem freien Feld, die Solarpanels würde ich aufstellen. Die Hälfte von den geeigneten Dach- und Fassadenflächen kann man 25% vom Stromverbrauch durch Photovoltaik nachher organisieren. Also das sind Zahlen, die völlig realistisch sind, wo andere Länder auch dran sind. Und wenn wir uns vielleicht nicht mit Deutschland vergleichen wollen, die eine spezielle Situation hat, die haben keine Altbau, keine Speicherseen, aber wenn wir uns zum Beispiel mit Österreich vergleichen, einem Land, das sehr ähnlich aufgestellt ist wie mir, das sehr ähnlich von der Größe her ist wie mir, die haben jetzt schon weit über 60% Wasserkraft, die kann man tatsächlich auch noch ausbauen, und die haben schon 15% neue erneuerbare Energien, also Sonne, Biomasse und Windenergie, und das können wir hier auch machen, die sind schon bei 80% erneuerbar. Und zumindest dorthin müssen wir kommen, und das schaffen wir, und bis 2029 schaffen wir 100%. Aber der Vorwurf ist ja eben, es sollte schnell gehen, eben die alten müssen wir ja schon nächstes Jahr, müssen wir die ja schon abstellen. Die Investoren haben ja auch gerechnet, nicht gleich wie der Herr Gunzinger, aber die haben sich eigentlich etwas ausgerechnet, jetzt plötzlich müssen die abstellen. Ist ja logisch, dass dann nachher sagen, wir wollen Schadenersatz oder so geht es nicht, man kann da nicht einfach plötzlich Spielregeln ändern. Was sagen Sie zu dem Vorwurf? Ja, es ist eben wie beim Blinddarm-Beispiel. Also meine, weil das jetzt, weil die AKW in einem Alter sind, wo sie jederzeit aussteigen können, sind jetzt in dem Moment genau gerade die Hälfte von der AKW-Kapazität ist ausgestiegen. Betznau 1 ist seit 19 Monaten nicht mehr in Betrieb. Leibstadt ist jetzt seit 3 Monaten nicht mehr in Betrieb, wird den ganzen Winter nicht mehr in Betrieb sein. Und heute hat mir ein Freund, der da im Stromhandel tätig ist, geschrieben, dass man trotzdem, obwohl die Hälfte von der AKW-Kapazität einfach flachgelegt ist im Moment wegen Sicherheitsproblemen, hat die Schweiz heute 6-mal die Strommenge vom AKW Mühleberg nach Frankreich exportiert. Weil man in Frankreich auch etwa 20 AKWs hat, die im Moment nicht laufen. Also das ist ein enormer Stromhandel im Gang. Die Kapazitäten sind da, man kann das technisch schaffen. Es ist eine Sicherheitsfrage. Und, aber reden wir noch mal vom Geld jetzt. Wenn wir, die Investoren haben gerechnet, die genau. Haben die AKW gebaut, es ist sehr eine teure Sache. Die wollen jetzt noch ein paar Jahre Geld verdienen und sie kommen jetzt ein Franken. Ein Franken, wer noch kein Geld als Weihnachtsgeschenk hat. Wir haben es letzte Woche können lesen in der Sonntagszeitung. Der Verwaltungsratspräsident von der Alpiq hat gesagt, er hat sein AKW von Gösgen wollen verkaufen für 1 Franken an die Électricité de France. Und wenn sie es nicht wollen, würden sie jetzt dem Bund verkaufen, also uns als Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Also die Schadenersatzforderungen sind natürlich vor dem Hintergrund von der Krise von der AKW-Stromproduktion nicht wahnsinnig realistisch. Wahrscheinlich werden sie eingereicht, das ist klar. Das dürfen sie auch, das ist ihr gutes Recht. Aber dann wird man auch schauen, wie viel Geld verdient man heute noch mit der Atomstromproduktion. Wir haben vorhin ein paar Zahlen gehört. Für den Vergleich Atomstrom und erneuerbaren Strom, Wasserstrom, ist es eben nicht mehr konkurrenzfähig. Dann kann man sagen, da gibt es noch Abschreibungen und so weiter. Das wird man müssen anschauen. Aber da bin ich mit dem Anton Gunzinger 100%ig einverstanden. Das wird uns so oder so noch sehr viel Geld kosten, die Endphase von dieser Technologie, vor allem auch für die ganze Entsorgung, der Rückbau und Stilllegung, weil das Geld ist heute nicht vorhanden, weder in der Schweiz noch in anderen Ländern, die AKWs haben betrieben. Gut, Herr Hug, ich glaube, da haben wirklich viele Leute gestaunet, die am Sonntag das gehört haben, von dem zuerst sogar ja verschenken. Ich glaube, den Franzosen hat man es sogar schenken, und was die dann nicht wollen, hat man gesagt, man könnte es für 1 Franken. Ich habe auch überlegt, soll ich für 2 Franken anfangen mitbieten? Es ist ja tatsächlich, haben wahrscheinlich Menge gemacht, die das gelesen haben. Können Sie es uns erklären? Was ist da dahinter? Wie ist so etwas möglich? Ich kann es versuchen, Ihnen zu erklären. Aber bevor ich das erkläre, muss ich einfach das Wort nochmal an Frau Ritz richten. Und zwar Sicherheit. Die Kernkraftwerke sind heute sicher. Und für die Sicherheit sagt Ensi. Dass Betznau 1 jetzt so lange vom Netz ist, ist, weil Ensi ganz klar wissen wollte, was ist mit diesen Unregelmäßigkeiten. Man redet von Löchern, aber das sind überhaupt keine Löcher, sondern es sind Unregelmäßigkeiten in dem Guss. Was ist das? Ist die Sicherheit gewährleistet? Und erst dann gibt es wieder eine Wiederanfahrbewilligung. Okay, gut. Das heisst, das ist klar, der Kernkraftwerke sind sicher. Das kann man nicht genügend betonen. Sie sind in den letzten
sind 69 sicher gewesen und sie sind weiter sicher. Die Schweiz kann nicht mit Fukushima verglichen werden. Also gut, das ist jetzt zu dem und jetzt wegen dem Franken und den 4 Milliarden Schadenersatz, die gefordert werden, wenn man es dann abstellt. Ich finde es verrückt, oder, dass aus einer Kommissionssitzung, wo sich Verwaltungsratspräsidenten äußern und austauschen mit der Kommission, dass dort ein Fragment rausgehen. Das finde ich auch verrückt, aber es ist sehr interessant. Also, und ich habe gewisse Bedenken und Zweifel an diesen Parlamentarierinnen. Also als Journalist finde ich das natürlich super, aber jetzt wissen wir es. Jetzt wissen wir es. Und dann kommt ein Journalist so etwas über, oder? Er ist ja nicht dort hineingesessen, oder? Und er macht irgendetwas draussen. Ob der Jens Alder das gesagt hat oder nicht, weiß ich doch nicht. Er hat es immer nicht dementiert bis jetzt. Ja. Ich kann mir nur etwas überlegen, warum er das könnte gesagt haben. Wenn Sie das Kernkraftwerk kennt heute und Sie müssen die Sicherheit für die Sicherheit sorgen, Sie müssen es betreiben und die Preise auf dem Markt durch die Verzerrungen, die es durch die Energiewende in Deutschland gegeben hat, oder wo die Preise so tief sind auf dem Markt, dass nicht mal mit Wasserkraft rentieren tut, sind natürlich auch die Produktionskosten der Kernkraftwerke, die irgendwo bei 5 Rappen sind, höher als der Marktpreis. Das heisst, jede Kilowattstunde, die man verkauft, verkauft man mit Verlust. Jetzt ist die Frage, die auch jemand kolportiert wird. Ja, etwas, das doch Verlust macht, hat doch keinen Wert mehr. Aber das ist eine völlige Fehlüberlegung. Stellen Sie sich vor, mache ich Ihnen ein Beispiel. Ein Bäck kauft einen gasbetriebenen Ofen zum Gipfeli wachen. Er kommt Betriebsbilligung über für 20 Jahre. Er macht einen Gasvertrag für 20 Jahre. Und jetzt irgendwann wird der Elektroofen vom anderen Weg so gefördert, dass der das Gipfeli zum halben Preis verkaufen kann. Ja, was soll er jetzt machen? Aufhören? Ja, nein. Er verkauft sich lieber nur zum halben Preis, um wenigstens noch etwas an Schaden herüberzukommen. Also man nennt das Kostendeckungsbeitrag. Jetzt, wenn plötzlich die Auflage kommt und sagt, hey, Gasöfen verbieten wir jetzt, gasbetriebene Bachöfen, dann sagt er, hey, Moment mal, ich habe investiert, ich habe eine Zusage, dass ich das betreiben kann. Ich will Schadenersatz. Jetzt, bei den Kernkraftwerken ist es ja so, dass nicht nur der Betrieb negative Deckungsbeiträge gibt, sondern es ist ja auch noch eine Entsorgung und eine Stilllegung. Jetzt, wenn ich Ihnen das schenke für einen Franken und Sie übernehmen das und sagen, okay, dafür mache ich nachher die Stilllegung und die Entsorgung und ich betreibe es bis dorthin und trage die Verlust, dann würden Sie es auch geben zum Franken, oder? Ich bin nicht ganz 100%, ich würde es mir ganz genau überlegen, bevor ich sie... Ja, dann haben sie dann haben sie ja, man möchte wissen, was dann noch alles auf einem zukommt, natürlich. Ja, eben. Ja. Darum hat es ja EDF nicht wollen. Okay. Gut. Also. Zum Jens Alder. Darf ich etwas dazu sagen? Ja, sehr gut. Also, schau, Rudi, das schlägt jetzt einfach kein Geiss weg. Das, was die Entsorgung alles zusammen wird kosten, und das haftet ja solidarisch für das. Das Geld habt ihr gar nicht. Also wenn man euch die Atomkraftwerke lässt, also ich bin dafür, dass man sie lässt, solange es so arrogant seid, dann lässt man sich gescheiter und dann soll er halt verbluten. Oder? Man hätte nicht wollen, die Hand ausstrecken und sagen, komm, wir helfen euch, dass ihr das aus der Bilanz rausnehmt. Aber bitte seid fair. Und ich würde eigentlich sagen, ich glaube, am Schluss braucht es einen fairen Deal. Wir wollen ja, dass die Stromkonzerne weiterleben können. Wir wollen nicht, dass die Konkurs gehen. Wenn man die Atomkraftwerke dort innen lässt, unabhängig, was die Initiative jetzt bewirkt, unabhängig von all dem, das ist so viel Geld. Ihr habt das Geld gar nicht. Und auch wenn ihr so rechnet, nicht so wie der Gunzinger, sondern nur so wie das BFW. Das ist schon mal die Hälfte davon. Aber die 20 Milliarden habt ihr nicht. Und die musst du irgendwo her haben. Es rendiert ihr überhaupt nicht. Betriebswirtschaftlich kannst du so überleben, wie würde ich vielleicht sogar machen, wie du das Beispiel von Beck erzählt hast, für die nächsten Jahre oder 2 Jahre. Aber das ist keine langfristige Lösung. Da hat man so einen Klotz am Bein. Die Stromkonzerne können nie mehr rentieren mit so etwas. Und damit, das ist ein Ballast für all die Gemeinden und all die Kantone, die daran beteiligt sind, die müssen hier Abschreibungen machen von Hunderten von Millionen. Oder? Und die doch eine anständige Sanierung in Angriff nehmen. Das gehört sich für einen Verwaltungsrat, der dort die Verantwortung trägt. Toni, du hast ganz sicher sein, dass Überlegungen... Ganz kurz, dann verritzt dann auch noch wieder mal. Ja. Ich bin alleine auf der Welt. Ist gut, ja. Sie reden auch viel, ist gut.
Wenn ich den Stopper aufstellen. Nein, ist gut. Selbstverständlich ist die heutige Situation, das schlägt sich kein Geissen weg, ist desolat. Aber es ist auch möglich, dass eben die Strompreise wieder steigen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass die Welt zur Vernunft kommt und sagt, hey, Moment mal, Klima hat auch noch eine Wichtigkeit. CO2-Preise müssen wieder dort sein, dass auch die Kohlekraftwerke nicht zu diesen Preisen können produzieren in Deutschland. Dass auch die Preise am Markt wieder steigen und man kann weiterhin die Fonds öffnen. Wenn das nicht passiert und wenn es nur durch abgeht, dann wird man nicht darum herumkommen, um irgendwann eine Lösung zu diskutieren. Die kann auch eine politische Lösung sein. Da möchte ich einfach noch eins in Erinnerung rufen. Der Ursprung von der Kernkraft kommt nicht von den Bürgerlichen, kommt weder von der FDP, der SVP hat es danach gar nicht gegeben, sondern die kommt von der SP. SP, der Willy Spüler, sozialdemokratischer Politiker, ermahnte 1964 die Elektrizitätswirtschaft unmittelbar auf den Bau von Atomkraftwerken zuzusteuern. Und der Vorgänger von der Pro Natura hat am 11. Dezember 1965 beschlossen in seiner Sitzung, Bau von neuen Wasserkraftwerken nicht mehr gerechtfertigt, Gewinn steht in keinem Verhältnis zu den Schäden in Bezug auf den Wasserhaushalt und die Landschaft, Warnung vor den Gefahren der Luftverunreinigung durch thermische Kraftwerke, unterstützt die Bundesrat mehrfach zum Ausdruck gebrachte Auffassung, direkt den Schritt zur Atomenergie zu tun. Erhaltung von reinem Wasser und reiner Luft, aber auch von natürlicher Landschaft, ist eine dringende staatspolitische Aufgabe. Das hat Pro Natura damals beschlossen und der Willy Spüler als SP-Bundesrat hat gesagt, wir brauchen Kernenergie. Also dürfen wir nicht vergessen, oder, dass auch die Verantwortung der Leute, wo es eben beschlossen worden ist. Genau, aber dann zumal hat man es einfach nicht besser gewusst. Heute haben wir ja neue Klar. Möglichkeiten. Heute wird ja, eben, haben wir neue erneuerbare Energien, womit ohne die Folgekosten, die die Atomenergie eben hat, kann genau die gleiche umweltfreundliche Energieproduktion machen. Plus die ganzen Möglichkeiten der Erneuerbaren hat der Anton Gunzinger auch aufgezeigt, die man heute kann Häuser bauen. Wenn mir vor 20 Jahren jemand hat gesagt, man kann Plus-Energiehäuser bauen, hat ich das Gefühl gehabt, die Person hat zu viel Science-Fiction-Literatur gelesen. Heute ist das einfach möglich und normal. Es wird immer normaler. Und darum denke ich immer, die Atomzeit ist wirklich wie durch, was man dann genau hat damit machen wollte. Ich glaube, mit diesen Leuten müssen wir heute nicht richten. Aber wir sind in der Situation, wo wir sehen, es ist nicht mehr rentabel betriebbar, es gibt viel günstigere, umweltfreundliche Alternativen. Alle 18 Tage wird in Europa gleich viel erneuerbare Energie zugebaut, wie ein AKW in der Schweiz heute produziert. Also die Zeit ist einfach vorbei und jetzt müssen wir einen anständigen Ausstieg finden. Und ich möchte einfach nochmal den Jens Alder zitieren. Der hat vorhin gesagt, der wüsste nicht, was er in der Kommission hat gesagt. Ich auch nicht, ich bin nicht in dieser Kommission. Also ich bin nicht Sünderin, die Protokolle herausgegeben hat. Aber er hat nachher in eigenen Worten bestätigt, er hat die AKWs am liebsten der Elektrizität de France geschenkt. Und er hat gesagt, die nächsten 10 Jahre werden sich die Strompreise nicht verbessern. Und in 10 Jahren ist Betzno 1 das älteste AKW von der Welt heute, wo heute 47 ist, ist 57. Und ich glaube doch keine Sekunde, dass die das dann noch betreiben können. Und ich möchte noch etwas ganz Wichtiges zur Sicherheit sagen. Ich wohne ja in 15 Kilometern vom AKW Mühleberg entfernt, wo tatsächlich immer noch ein grosses Risiko ist. Und wenn dort etwas passiert, komme ich dann vielleicht nach Durbertal, wenn ich auswandern muss. Aber das Problem von dieser schwierigen wirtschaftlichen Situation von diesen AKW, sie sehen ja, dass die Betreiber wirklich um jeden Franken ringen. Sie müssen sogar die Wasserkraftbeteiligungen verkaufen, für noch liquid sein. Aber was sie jetzt machen, und da muss ich wirklich sehr hart ins Gericht gehen mit der AXPO. Wir wissen, dass die AXPO hat versucht, in einem Gerichtsfall ist das öffentlich geworden, dass sie sagt, die minimalen Sicherheitsanforderungen vom ENSI, die sind für sie zum Teil nicht nachvollziehbar und die sind mangels gesetzlicher Grundlage unheilbar nichtig. Das heisst, sie wollen die ohnehin schon extrem tiefen Sicherheitsanforderungen in der Schweiz noch weiter abschrauben. Und es hat eine fantastische Studie gegeben von der Schweizerischen Energiestiftung, die früher
früherer führender Leiter von der deutschen Atomaufsicht hat befragt, wie er die schweizerischen AKWs von der Sicherheit einschätzt. Und der hat gesagt, Beznau 1, 2 und Mühleberg sofort stilllegen. Die wären in Deutschland in dem Zustand, wo sie sind, vor 10 Jahren stillgelegt worden. Also gut, die Herr Huber, schnell eine Replik dazu. Relevant. Nachher machen wir dann noch ein kleines Spiel hier auf dem Podium. Nach Fukushima im EU-Stresstest, den man dort gemacht hat, Bestnoten bekommen. Genau, warum? Bestnoten. Der Herr Meier erklärt, warum. Ja. Und was Sie jetzt gesagt haben, ist aus dem Zusammenhang herausgerissen. Sicherheit ist nie in Frage gestellt. In Beznau 1 und 2 sind 2,6 Milliarden investiert worden in Sicherheit. Das nützt in den letzten Jahren 700 Millionen investiert worden in Sicherheit. Sicherheit steht an alleroberster Stelle. Aber vielleicht doch noch, eben, es war auch ein bisschen verwirrend, gewesen, der Artikel. Ja, aber Prozess. Ich kann nicht dafür, in Ihr Schreiberling immer das alles so verzerren und aus dem Zusammenhang... Dann erklärt es, dann so jetzt können Sie da direkt zum Volk können Sie reden. Was hat es den Prozess gegeben? Was hat man denn da wollen einklagen? Ich habe ja gesagt, ich bin nicht da als AXPO-Verwaltungsrat, habe ich Ihnen ganz klar gesagt. Das ist so, das ist so. Aber Kommunikationsregeln, wer wie kommunizieren tut. Aber ich kann Ihnen sagen, dass einfach Schreiberling aus dem Zusammenhang aus etwas zieht und nachher isoliert darstellt und eine völlig falsche Meinung darstellt. Es ist einfach nicht so. Also dann stimmt das Sicherheit, einfach nicht. Es ist nein, nicht der Sicherheit ist an oberster Stelle. Beznau 1, wo jetzt so lange vom Netz ist, ist der beste Beweis dafür, dass ENSI nicht so kriegt, zum wieder anfahren, bevor die Sicherheitsnachweise nicht erbracht sind. Aber bitte. Also gut, aber jetzt machen wir, glaube ich, langsam genau, zur Tauschungsinitiative kommen. Oder? Wir reden schon lange über die Tauschungsinitiative. Jetzt machen wir noch schnell einen Test. Ich gebe Ihnen hier ein Blatt Papier und einen Schreiber. Ich mache das hier einen auch. Und zwar, wir verbrauchen ja heute Abend auch Energie hier auf dem Podium. Wir haben gehört, das ist alles, wird alles kompensiert durch Ablasshandel. Aber ich möchte jetzt doch Ihnen eine Schätzfrage stellen. Und zwar den Strom, den man hier braucht in Turbetal, wo jetzt da auch die Skiwerfer, die uns beleuchten, das Mikrofon und alles zusammen, die Kameras, die laufen. Der Strom, was schätzen Sie, wie viel Prozent Atomstrom ist in dem Strom drin, im Strommix hier in Turbetal? Tun Sie es bitte aufschreiben in Prozent und dann also, aufheben. Jetzt heute oben hat die aber ohne jetzt Ablasshandel. Also wie viel ist im Strommix in Turbetal? Wie viel Atomstrom meinen Sie, Stine? Ich weiß nicht, was hätte ich für ein Ja, jetzt müssen Sie nicht, jetzt müssen Sie tippen. In den ersten 30 Sekunden einen Tipp abgeben. Das ist, was ich schon schaue. Schleifstadt ist vom Netz. 22. So. Gut, jetzt kann man es vielleicht aufheben. Herr Hug, das ist... Also wenn man es kann lesen kann, ökonomisch ist es 0%, weil Sie haben erneuerbare Energien. Ja, das ist auf Ihre Rechnung getroffen. Aber in der Steckdose können eben die Elektronen nicht unterscheiden, was sie gekauft haben und was nicht. Und darum ist im Moment, schätze ich, jetzt etwa 20%, weil Leibstadt und Beznau 1 nicht am Netz sind. Okay. Physisch kommt genau gleich Kernenergie. Und vielleicht sogar im Moment noch deutsche Kohle. Gut, ja, Faritz? Ja, also ich denke noch, die haben eine Erneuerbare gekauft, da kommen wir auch Erneuerbare über, aber so im Gesamtmix würde ich jetzt mal sagen 10%, weil in der Schweiz werden insgesamt nicht, es werden 33% sind letztes Jahr gewesen, Atomstrom produziert, die Hälfte davon ist weg, ist 15%, aber es wird ja auch noch Atomstrom exportiert, also ist es etwa noch 10% am Schluss. Ich würde 0% sagen. Warum? Ja, weil sich wahrscheinlich Turbetaler Mühe geben, dass sie selber genügend produzieren, sage ich jetzt einmal. Okay, das ist das Lob an Turbetaler. Gut, also... Das ist miteinander verbunden. Also die Elektronen, Toni, du bist Elektroingenieur, die unterscheiden nicht zwischen Turbetal und Winterthur. Ja. Es gibt eine offizielle Lösung. Gut, man kann nachher, ich sehe schon, die wird wahrscheinlich wieder von allen Seiten angezweifelt, aber eigentlich eben, man bezieht da Strom von der EKZ. Und die EKZ liefert seit Januar 2015 im Standardstromprodukt kein Atomstrom mehr mit. Also ist es eigentlich nach meiner, so wie ich es verstanden, ist es 0%. Nein. Und Herr Hug, oder es ist jetzt für beide verritzt. Man kann sagen, es ist ja jetzt schon 0%. Warum sollen dann Turbetaler eigentlich noch Ja stimmen zu Ihrer Initiative? Sie sind ja jetzt schon auf 0 Uhr. Wegen der Sicherheit. Weil im Moment, in der heutigen Situation, aber auch mit der neuen Energiestrategie, die im nächsten Jahr wird zur Abstimmung kommen, vielleicht, wenn das Referendum von SVP gelingt,
dann werden die alten AKW immer noch eine unbefristete Betriebsbewilligung haben. Unbefristet. Und diese Initiative, die führt dazu, dass es eben nicht mehr unbefristet ist, also bis immer und ewig, sondern dass es einen klaren Ausstiegsplan gibt und dass man die gefährlichen alten AKWs so rasch als möglich vom Netz nehmen kann und nicht noch viel Geld investiert, für sie wieder ans Netz bringen, was nicht wird klappen. Ich glaube, das Geld sollte man gescheiter einsetzen, um endlich die Entsorgung und den Rückbau und das Abstellen zu finanzieren. Ja, Herr Hug, eben 0%, dann kann man eigentlich sagen, ja, für nein, was braucht es denn die AKW noch? 0%, ja. Und das muss ich jetzt mit Toni als Rektor, weißt du, nachher wirklich mit ihm noch diskutieren. Der Schweizer Mix ist, wenn Kernkraftwerke laufen, in einer Situation, wo wir nicht Überproduktionen exportieren, ist es 40 zu 60. Das heisst, die Elektronen ist eigentlich egal, was zur Steckdose rauskommt. Und wenn Kohle importiert wird, dann kommt halt Kohlestrom raus. Man tut ökonomisch, auf der Rechnung kauft man das. Und der, der es verkauft, hat so und so viel Produktion. Aber im Mix kommt halt das raus, was im Mix ist. Aber das EKZ sagt trotzdem hier ja, in Zürich, ja, wir liefern ja keinen Atomstrom ja mehr aus. Natürlich, das, sie schon seit eineinhalb Jahren. Ja klar, und sie liefern auch keinen auf der Rechnung. Und sie haben genügend Produktion. Aber der Mix ist halt eben gleich anders. Aber jetzt kommt ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Eine sichere Stromversorgung ist für unseren Wohlstand, für unser Wohlergehen das Wichtigste. Es gibt eine Erhebung, oder wo sind die grössten Gefahren? Die wird vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz wird die gemacht. Und an alleroberster Stelle ist ein länger dauernder Stromausfall. Ein Minute Stromausfall in der Schweiz kostet 3 Millionen Franken. Ein ganzer Tag kostet 4,3 Milliarden Franken. Und mit der sicheren Stromversorgung, die wir jetzt die letzten über 100 Jahre hatten, spielt man nicht. Weil das ist für uns das Wichtigste. Wer für ein Buch Blackout gelesen hat, weiß nicht, ob es Ihnen bekannt ist. Wenn es nicht bekannt ist, lesen Sie es einmal. Zeigt als Roman auf, was passieren kann, wenn es einen Blackout gibt über mehrere Tage. Da herrscht Bürgerkrieg nach 2 Tagen. Und weil Stromversorgung so wichtig ist für unseren Wohlstand, für unsere Gesundheit, weil dann gibt es Tote, wenn es keinen Strom mehr gibt, und zwar viel, ist das Vorgehen von dem Wandel so wichtig. Man hat gesagt, die Ersatzkraftwerke, die geplant waren, die werden nicht bauen. Die Gesuche sind zurückgezogen, weil man realisiert hat, von der ganzen ökonomischen Situation her, im Moment von der Unsicherheit her, baut man die nicht. Man hat gesagt, solange sie sicher können betrieben werden, werden sie betrieben und dann werden sie außer Betrieb genommen. Das gibt genügend Zeit, um Szenarien zu entwickeln, um eine Transition zu machen. Das Bundesamt für Energie geht von Gas Kraftwerk aus, geht stark von Import aus, stark von Import. Import heisst Kohlestrom, heisst deutsche französische Kernenergie zu einem grossen Teil, aber vor allem deutsche Kohlestrom. Weil Deutschland hat 70% nicht erneuerbare Energie. Gut, Herr Gunzinger, auch noch jetzt muss man zu den 0% und dann kommen wir zu den Fragen aus dem Publikum. Nein, ich wollte jetzt noch etwas sagen, ja, wegen der Transition. Ein, zwei Sätze noch. Die Grünen verlangen, oder dass 2017 die Kernkraftwerke, die erste Serie abgestellt wird. Der Herr Gunzinger sagt, die kann durch Photovoltaik problemlos ersetzt werden. Ich bin der Praktiker, ich wollte Ihnen mal sagen, was das heisst. Wenn 2017 die 3 Kraftwerke weg müssen, dann ist das 1100 Megawatt, die auf dem Netz gehen. 8800 Megawattstunden bei 8000 Betriebsstunden. Ich habe einen Vergleich gemacht mit Photovoltaik, mit der Anlage im Mont Soleil. Das ist die grösste Freiflächenanlage und du redest schon vor allem von Freiflächenanlagen. Die ist im Jura oben, gut besonnt, wenig Nebel, nicht mehr ganz die neueste Technologie, aber es kompensiert es durch die gute Lage. Mont Soleil hat 4.500 Quadratmeter Photovoltaikfläche. Eine Landfläche, die gebraucht wird, von 20.000 Quadratmeter und produziert im Jahr durchschnittlich 550 Megawattstunden. Wenn man jetzt die 3 Kraftwerke ersetzen will, durch Mont Soleil-Anlagen, dann brauchte das im Jahr 2017 15.990 Mont Soleil-Anlagen. Das okay, kann man ganz einfach rechnen, Frau Ritz. 15.990 Mont Soleil-Anlagen. Das heisst, das sind 49
49.550.000 Solarpanel. Durchschnittliche Größe. Wenn man die auf einer Freifläche aufbauen will, dann braucht die das 44.000 Fußballfelder. Und wenn man das bauen will, heisst das 880 Fußballfelder bauen pro Woche. Okay. Und Herr, das ist jetzt eine Rechnung von Ihrer Seite. Und Herr Unzinger kann jetzt auch noch etwas sagen zu den 0% und zu dieser Rechnung. Etwas haben wir gleich gemacht. Wir sind mittlerweile so weit, dass wir so viele neue Paare haben, dass man ein Mühlenberg kann kompensieren kann. Das haben wir. Das ist jetzt schon im Betrieb. Also du brauchst nicht alle drei machen, sondern eins haben wir schon. Und die anderen zwei, selbstverständlich, also wenn es das noch zwei, drei Jahre länger geht, also mit 2 Terawattstunden pro Jahr, die wir zubauen, wird der Durchschnitt von der Welt, wenn die anderen das können, sage ich einfach, was die Welt im Durchschnitt können, können wir auch. Das ist jetzt mein Mass. Und dann können wir 2 Terawattstunden pro Jahr zubauen, also in 2,5 Jahren sind wir fertig. Also das heisst, es braucht 2019, also für die kleine Zeit können wir das überbrücken. Also das ist jetzt einfach meine Sicht. Aber für die kleine Zeit, um jetzt das doch auch noch sagen, für die kleine Zeit müssen wir Strom importieren, egal. Ja, aber Strom importieren, die können schon jetzt, die Stadtkraftwerke, die haben ja heute schon, wir haben mehr, also wir haben etwa 10 Terawattstunden jetzt schon erneuerbare Energie im Ausland investiert. Das ist hat ein BKW, das hat ein EWZ, das hat ein IWB, das hat ein EWB. Die haben im Ausland einfach, die sie das produzieren und das sie ins Netz einspeisen. Natürlich kann man sagen, wo kommen jetzt die Elektronen her? Also in die Bilanz, man macht immer eine Bilanzbetrachtung und sagt, ich habe sauberen Strom, wenn ich den auch nicht mehr in das System einspeise, dann kann er nicht mehr anders rausnehmen. Von dem leben wir. Und das ist die Bilanzbetrachtung, dort sind wir, haben wir eigentlich genügend erneuerbaren Strom. Also von dem her gesehen, es sind die physikalische Betrachtung, da wir mit Eisenstangen die Elektronen suchen den kürzesten Weg, also können wir sie halt von den Kraftwerken, die gerade am Rhein sind, wahrscheinlich bei euch hier. Das ist eine völlig andere Betrachtung, aber das ist nicht die Betrachtung, die wir müssen. Also, du lässt eins, Toni, du lässt eins aus. Die meisten EVUs in der Schweiz haben enorm zugebaut in erneuerbaren Energien. Wo? Im Ausland. Ja, und da ist in das Deutschland. Okay. Weil Deutschland hoch subventioniert. Deutschland subventioniert ihre erneuerbare Energie mit 25 Milliarden Euro pro Jahr. Am Markt hat die Energie nicht einmal 2 Milliarden Euro wert. Nicht einmal 2 Milliarden. Gut, jetzt kommt es noch die Traritz und nachher wird ich dann zu der Frage im Publikum kommen. Die produziert wird, muss zwingend in Deutschland vermarktet werden. Also nicht einmal der Elektronenfluss, sondern vermarktet. Also kann gar nicht daher gebracht werden. Sie kann nicht. Gut, jetzt also ins EEG setzt das nicht zu. Wir haben nicht nur Deutschland, haben Sie also auch schon viel Dörfer in der Schweden. Wenn es noch zuliest, dann muss die Energie von Norddeutschland nach Süden kommen. Und die Leitungen sind gar nicht vorhanden. Und wenn es da herkommt, sind Transformatoren nicht vorhanden. Ist gut, danke, Herr Huber. Wir können es gar nicht importieren. Frau Ritz, noch ganz kurz, eben Strom importieren, auch dreckigen Strom dabei, das ist so in einer Übergangszeit. Wir importieren Strom täglich und mit riesigen Massen eben heute Produktion raus aus der Schweiz im Rahmen von 6-mal Mühlenberg. Also wir sind drei Scheiben vom europäischen Stromhandel und wir sind völlig vernetzt. Das ist absolut kein Problem, dass man das technisch lösen kann. Aber wenn viel Kohlenstrom dabei ist, doch? Einfach um das noch zu sagen. Nein, wir bestellen keinen Kohlenstrom. Punkt. Wer bestellt den Kohlenstrom in der Schweiz? Ich kenne lauter Unternehmungen, grosse Unternehmungen wie Migros, wie Coop und so weiter, die 100% erneuerbare Energie bestellen und es wird das produziert, was bestellt wird. Und jetzt möchte ich gerne aber noch etwas sagen, was mir ganz wichtig ist, um das geht es in dieser Initiative. So wie ihr das habt beschrieben, Herr Hug, habt ihr gar keine Lösung, weil Betsnow Ace ist im Moment seit 19 Monaten vom Netz und ihr werdet das nicht mehr ans Netz bringen. Bundesrätin Doris Leuthard hat es einmal sogar gesagt, an einer öffentlichen Diskussion, das ist schon eine grosse Zeitungsgeschichte nachher daraus geworden, wo sie nachher ein bisschen vorsichtig hat, ein bisschen abgeschwächt. Aber sie hat ein Zitat von ihr, wo sie sagt, über 50 Jahre lang ist die maximale Lebensdauer von diesem Betsnow Ace. Nachher hat man nicht einmal mehr Ersatzteile dafür. Also nein. Das wird aussteigen. Mühlenberg wird 2019, auch wenn die Initiative abgelehnt wird, vom Netz gehen. Also die Alten, die gehen vom Netz oder sind schon vom Netz. Wir brauchen die Alternativen. Und gerade hier eine Gemeinde wie Tösstal zeigt, dass man es eben machen kann, dass man unterwegs ist,
Alle die vielen Energiestädte in der Schweiz, die sitzen mit in diesem Umbau inne und wir werden einen kleinen Teil müssen importieren zusätzlich und werden erneuerbaren Strom können bestellen in Europa oder der, der unsere eigenen Kraftwerke produzieren. Also der Umstieg ist schon längstens im Gang und wenn wir etwas früher hätten angefangen mit dieser Photovoltaikförderung auf den Dächern und nicht auf der Freifläche, 25%, habe ich es nochmal gesagt, kann man mit Photovoltaik auf die Hälfte der geeigneten Dachfläche produzieren. Danke dann wären vielmals, wir so weit wie Italien oder Österreich. Danke vielmals. Ich sage am Schluss von solchen Veranstaltungen immer, nutzen Sie die Gelegenheit, dass Sie abstimmen können in der Schweiz. Gehen Sie abstimmen am 27. November. Danke vielmals.